starten. So, läuft alles? Läuft. Perfekt. So muss das sein. Wie sieht's aus? Wie viel Holz habe ich? Immer noch zu wenig, meiner Meinung nach. Die Steine schmeiße ich mal da oben rein. Wird erstmal alles hier kreuz und quer reingeschmissen, sortiert wird später. Alles andere hat sowieso keinen Sinn. Genau, den Setzling wollte ich pflanzen, die zwei. Und da habe ich auch zwei, die kann ich dann auch schon mal pflanzen. Das mache ich gerade hier vorne. Wobei, nicht so nah an dem Lavaloch, sonst fackeln sie mir direkt ab. Ich kenne mein Glück. Ich mach das da hinten. Einmal so. Und einmal so. Einmal so. Und einmal so. Gut. Du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. So. Langsam geht's voran hier. Was mache ich mit dir, Lavaloch? Was mache ich mit dir? Weißt du was? Ich habe Glas. Ich baue das mit Glas zu. Kann ich da drüber latschen? Es leuchtet noch ein bisschen schön. Und vielleicht kann ich mal irgendwann was draus machen. Hm. 19 Glasblöcke hätte ich noch. Das ist jetzt nicht allzu viel, aber es ist ein Anfang. Blub, 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 blub. So, jetzt schauen wir doch mal. Komme ich nicht dran. Zu kurze Arme. So. Ja, das baue ich einfach mit Glas zu. So nach und nach. Muss ja wieder Sand holen. Aber nicht jetzt. Gut. Ich habe jetzt ja wieder ein bisschen Holz in der Tasche. Dann kann ich ja eigentlich mal hier oben weitermachen. Genau, die mal wieder zu denen. Zu Brettern. Ja, ich baue das jetzt erstmal ganz normal so weiter. Optisch gefällt mir das noch rein gar nicht, was ich hier mache. Aber das kriege ich schon irgendwie hin, dass es halbwegs gut aussieht. So. Ich könnte zum Beispiel... Ja, das fällt mir jetzt auch ein. Das mache ich jetzt einfach. Könnt ihr oben zum Beispiel Stämme setzen. Beziehungsweise... Och Mann, ich weiß es nicht. Nee, mache ich erstmal noch nicht. Muss gucken, wie ich das mit dem Dach nachher mache. Ich würde jetzt noch einen hochgehen und dann würde ich schon... hier mit Dachschrägen etc. und so weiter anfangen. Ist halt die Frage, aus was mache ich denn das Dach? Mache ich das so wie im Let's Play wieder aus diesem dunklen Stein? Den fand ich ja eigentlich ganz cool. Ich glaube es ja nicht, da qualmt sogar schon aus dem Kamin. Und ich... hab einen hölzernen Block, in dem ich hause. So. Gut. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das?
So würde ich das Dach machen. Ja, das passt. Da hätte ich hier auch so ein schönes Fenster. Ist nicht schlecht. Da könnte ich. Hier muss ich gucken, wie ich das mache. Das wäre dann auch so und so. So. Und so. Hier wäre es ja dann niedriger, ne? Ein kleines Fenster zum Rausgucken. Ja, das kriege ich schon irgendwie verbunden. Die Frage ist, aus welchem Stein mache ich denn das jetzt wieder? Erstmal hätte ich ja kein. Dieses dunkle Gestein hätte ich jetzt erstmal nicht. Ich könnte Granit nehmen, das wäre schon so ein rötliches Ding, das wäre dann schon mal ein bisschen dunkler. Ich könnte Ton einfärben. Grübel, grübel. Wie meinen das? Wolle. Ich nehme braune Wolle. Nee, will ich auch nicht nehmen. Ich könnte Stämme nehmen. Komplett aus Stämmen. Weiß ich aber auch nicht, ob mir das so zusagt. Kein Plan. Überhaupt kein Plan. Ich schaue gleich mal. Habe ich denn da irgendwas? Ja, Granit hätte ich, ne? Ich könnte mir mal so ein Dings bauen hier. So eine Steinsäge. Die wäre nicht schlecht, oder? Habe ich denn die? Hallo? Steinsäge? Steinsäge? Hatte ich das Problem nicht schon beim letzten Mal? Wie war denn das? Nee, nee, alles gut. Ich gucke nur gerade, wie das rezepttechnisch war. Mein altes, verkalktes Gehirn merkt sich sowas ja nicht. Warum wird die mir nicht angezeigt? Da sollte es doch ein Rezept für geben, oder? Ich probiere das jetzt einfach aus. So war es nicht. Drei Steine unten, eins in der Mitte. Okay, alles cool. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt mal gucken. Ah, ich weiß, woran es liegt. Ja, ich bin Depp. Daran liegt's. Das ist nichts Neues. So. Genau, ja. Hätte es mir auch wieder eingefallen. Danke. Wer randaliert da schon wieder vor meinem Haus rum, hä? Weil ich gehe da nicht raus. Nein, nein, nein. Ich höre dich. Nee, Creeper, mach einen Abflug. Da ist er. Nö. Lass mich. Geh weg.
Hört auf, mir ins Ohr zu schreien. Ja. Kann man ihm jetzt einen Stein geben? Ja, ist ja gut jetzt da draußen. Krieg dich ein. Gut, ich hab's auch drauf angelegt, aber... Wo mach ich denn die hin, oder? Ja komm, ich hab noch nicht so viel... Ne, ich mach die hier hin, komm. So, bitte. Zack. Ist bestimmt geil, so mit dem Kopf. Wenn du schlafen gehst, so mit dem Kopf an der Kreissäge schlafen, ist immer gut. Bestimmt gesund. Jetzt habe ich die Steine nicht dabei. Dödelü. Granit. Und Diorit. Gucken wir doch mal, was wir daraus machen können. Diorit würde ich fast nein sagen, weil der ist mir zu hell. Für ein helles Dach bin ich eher nicht zu begeistern. Ja, granitmäßig. Weiß ich auch nicht. Nee, weiß nicht. Gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Hat er es jetzt da draußen, oder? Vielleicht halt doch ausstellen? Ich könnte es eigentlich machen, komplett aus Eichen stemmen. Müsste ich allerdings... Würde ich dann so anfangen. So. Falls ich übrigens schlafen gehen soll oder so, ne, einfach Bescheid geben, dann lege ich mich hin. Okay, alles klar. Nee, ich hab Monster in der Nähe, verdammt. Sorry. Ist er jetzt weit genug weg? Nee. So, jetzt. Endlich. Ich hoffe, er hat sich jetzt mal eingekriegt da draußen gleich. Tolle Schreihals. Anscheinend nicht. Randaliert immer noch da draußen rum. Was soll ich da sagen? Ich halt viele Stämme wieder. Nein, doch nicht so. Mann. Mensch. Gut, dann müsste ich hier auch anfangen, weil hier ist er niedriger. Wie ich das dann von hier aus mache, weiß ich noch gar nicht.
So. Ja doch, aber das kriege ich irgendwie hin. Das bekomme ich schon irgendwie hin. Da muss ich aber auf jeden Fall jetzt wieder ein paar Eichenstämme holen. Das ist eins, was sicher ist. So, kurz nach dem Weizen wieder gucken. Ja, komm, den lasse ich noch ein bisschen. Den lasse ich noch ein bisschen wachsen. Die sind aber auch ungünstig gewachsen, sehr in die Breite hier alles. So. Ja, dann mache ich das Dach erstmal aus Stämmen. Ist halt so. Irgendwann kann man das ja alles nochmal ein bisschen abändern. Wenn ich dann die Steine und alles gefunden habe, die ich brauche. Wenn ich das ganze Zeug habe, was ich will. So. Auf jeden Fall hätte ich ganz gerne eine Karte, beziehungsweise ja, ein Kompass vielleicht mal, eine Karte etc., keine Ahnung. Oder ich muss mir einfach nur meine Koordinaten wieder aufschreiben, so dass ich auch wieder zurückfinde. Denn ich würde mich ganz gerne auch ein bisschen umschauen, ob es vielleicht irgendwo in der Nähe ein Dorf gibt. Das wäre ja nicht schlecht. So ein Dorf hätte schon Vorteile. Habe ich ja noch nicht so viel gesehen auf dem Weg hierher. So, was ist das hier? Ach, da oben ist der Stamm. Sieht ja auch cool aus. Hat auch was. Ich müsste mir auf jeden Fall noch ein Kellergeschoss zulegen. Ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde. Keller anlegen wieder. Ich glaube, so ein U-Bahn-System baue ich erstmal nicht. Habe ich erstmal gar kein Interesse dran oder auch keine Verwendung für. Es sei denn, wir finden jetzt ein Dorf irgendwo in der Nähe. Dann könnte ich es mir überlegen, ob ich das nochmal mache. Wobei es da eigentlich auch andere Mittel und Wege gibt, dorthin zu kommen. So. Haben wir wieder Setzlinge eingesackt? Ja, haben wir. Gut. Dann platzieren wir die auch wieder fleißig. So, die Äpfel nehme ich natürlich wieder alle mit. Gucken, ob ich was aus diesem hässlichen Holzklotz hier noch rauskriege. Dass er schön wird. So. Stämmetechnisch. Weiß nicht, ob es reicht fürs Dach. Oh, könnte knapp werden.
Alter! Kommst klar, das hätte ins Auge gehen können. Was ist mit dir? Nimm deine Compadre und verzieh dich, Alter. Was ist mit dir los? Kommst hierher und randalierst rum? Habt ihr nichts getan? Schon gedacht, der Händler steht vor der Tür. Jetzt ist so ein hässlicher. Ja. Gar nicht weit genug vorgezogen, ha? So. Naja. Mach du da unten mal Randale. Kommst ja eh nicht rein. Ich glaub, es geht los, ey. Kommt der her und macht der Ärger. Nix habe ich ihm getan. Gar nichts. Ich kenne den Herrn nicht. Das wird, was ich hier mache, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Mir gehen auf jeden Fall meine Stämme wieder aus. Das ist doch nicht wahr. Mensch. So. Gut. Soweit, so gut. Jetzt will ich da aber nicht raus. Der haut mir doch direkt eins in die Fresse, wenn ich rausgehe. Alter. So ein Drecksack. So ein elendiger Drecksack. Ja, ein Schild ist doch gut. Danke an alle, die geschrieben haben, ich soll mir ein Schild zulegen. Ist eine gute Idee. Jetzt chillt er da. Oh. Jo, gute Nacht. Mein Gott, stressig kann man sein. Wo sind deine Helden? Hm? Deine heldenhaften Kollegen? Wo sind die? Weg. Ist in Luft aufgelöst. Naja, komm, geh schlafen. Wird ja dunkel. So. Gut, das. Daddy, das Schild. Packe ich wieder weg. Brauche ich nicht. Der erste Baum ist gewachsen. Sehr schön. Ja, sieht ja halt schon dezent hässlich aus, was ich da gebaut habe, ne? Das ist schon. Ja, das tut schon weh in den Augen, wenn man das so sieht. Ja, definitiv. Ja, da muss ich mir noch was überlegen. Keine Ahnung.
Da mache ich mir noch ein bisschen schlau, wie ich das mache. Gut, ich brauche erstmal wieder Holz. Und das mit den Stämmen mache ich jetzt nämlich erstmal. Das ziehe ich jetzt erstmal durch, dass ich das als Dach habe. Und dann würde ich mir eventuell gleich ein paar Steine brennen zu Steinziegeln. Und damit könnte ich vielleicht schon mal so ein paar kleine Verzierungen irgendwie machen. Dachtechnisch und so. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wie das wirkt. Keine Ahnung. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen hier. Oh jo. Alles noch im grünen Bereich hier, alles im zeitlichen Rahmen. Ich würde mal gucken, dass ich vielleicht bis zur nächsten Folge, also bis zur nächsten Aufnahme, wenn ich das hinkriege, mich mal ein bisschen schlau mache, ob ich da irgendwie musiktechnisch was mache, dass wir hier nicht die Minecraft-Musik haben. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich da vielleicht ein bisschen was abändern wollen würde. Müsste ich mal schauen. Sollte aber halt irgendwie was relativ Neutrales sein, was man gut laufen lassen kann. Jetzt wird die Minecraft-Mucke aber auch penetrant laut gerade wieder, ne? Ich hab mitgekriegt, dass ich sie abschaffen will. So. Jetzt habe ich hier gar nichts gepflanzt, ne? Jetzt machen wir noch schnell, komm. So viel Zeit muss sein. Wenigstens ein bisschen. Ich hatte ja schon mal empfohlen bekommen, wo ich Musik beziehen könnte, die dann auch freigegeben ist, weil das auch mal so eine Sache mit YouTube. Dass, wenn ich da natürlich Musik habe, die nicht freigegeben ist, dass ich da ein Problem dann später kriege. Weil dann irgendjemand hier Urheberrechts sonst was Ding erheben kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Und deswegen muss ich gucken, dass ich Musik finde, die freigegeben ist dafür. Aber da sollte sich irgendwas finden. So. Hier würde ich gerade mal offen lassen. Geht das eigentlich so? Ja, doch, ich glaube, das kann man so machen. Doch. Hier würde ich offen lassen, dass ich da gleich hochkomme. Jetzt könnte ich mir schon mal an die Ziegel. Ich sollte mal was essen, sehe ich gerade. Dass ich mich jetzt mal an die Ziegel setze, kurz. So, habe ich noch Steine in der Tasche? Ne, viel zu wenig natürlich. Da habe ich noch ein bisschen. Habe ich sonst noch irgendwo Steinzeug hingeschmissen? Wahrscheinlich hier. Nö, auch nicht. Okay, alles klar. Ah, hier habe ich einen ganzen Haufen schon drinne. Sieh an, sieh an. Habe ich unbewusst mitgedacht. Was nehme ich denn da? Nehme ich dann die Steintreppe oder nehme ich dann die Steinziegeltreppe? Wahrscheinlich eher die, ne? Ja.
gucken wir doch mal.